Guten Morgen. Heute ist Freitag, der 15. Februar 2019. Wir sind hier im kleinen Walsertal im Skigebiet Ifen. Und jetzt sind wir schon ganz weit oben und fahren jetzt das erste Mal ab. Ja, wir werden die blaue 4 hinunterfahren und dann die 5 und uns dann so allmählich steigern. Oh,
bis hier. Wir sind total runter. Ich denke schon. Naja, weiß ja, jeder muss mal den Schnee geküsst haben. Jawohl. Kurzes Fazit. Ja, wir sind heute Morgen hier zur Ifenbahn hergefahren. Der Ifen ist ja ein sehr beeindruckendes Felsmassiv, sehr markant, ne? So dieses flache, langgezogene. Ja. Ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt, weil die Ifenbahn ist komplett neu gemacht. Ist Dezember 2017 eingeweiht worden und es ist wirklich ein sehr schönes Skigebiet. Ja. Aber es ist jetzt auch richtig voll geworden. Ja, obwohl es ganz abgelegen ist im kleinen Walsertal, ist hier trotzdem richtig Betrieb. Ja. Die Pisten sind sehr schön. Wir sind erst blaue Pisten gefahren, da über dieses Gottesacker-Plateau. Und dann die 4. Genau. Und dann sind wir rot gefahren zur Olympiabahn runter. Ja. Das ist die 2A oder 2B. Ja. Und jetzt zum Schluss 1A, die 1A. Das ist eine schwarze Piste, ja, wo es mich dann auch tatsächlich obekaut hat, wo ich den Schnee geküsst habe. Naja, das können wir uns dann in Ruhe mit Zeitlupe anschauen. Aber was ist ein Skiurlaub ohne Sturz? Das muss halt sein. Hauptsache nichts passiert, nichts. Man muss den Schnee einmal geküsst haben. So ist es. Gut, also, hat Spaß gemacht in Ifen. Jawohl. Und jetzt fahren wir nochmal zum Söller Eck. Ciao.